Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial auf meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Twitch bzw. Curse installieren könnt, um mein Modpack zu spielen. Ja, nachdem ich immer die Abstürzprobleme hatte, dass Minecraft abgestürzt ist, sobald ich F3 gedrückt habe, habe ich mir was einfallen lassen, wie wir dennoch weiter das Projekt betreiben können. Und zwar über den Curse Launcher. Da könnt ihr einfach Mods auswählen, die hinzufügen. Sie werden automatisch installiert mit den neuesten Versionen und immer aktuell gehalten, sodass ihr ganz wenig Arbeit habt und immer schön spielen könnt. Nun beginnen wir. Zuerst öffnet ihr euren Browser und gebt Curse ein. Dann geht ihr auf Curse Client und klickt auf Download the Twitch Desktop App. Hier links steht ein Download. Ihr speichert die Datei. Und wenn sie heruntergeladen ist, geht ihr in eure Downloads und führt die Datei einmal aus. Nun fängt an, der Launcher zu laden. Bei mir habe ich es schon installiert, deswegen wird es nicht installiert, sondern öffnet sich direkt. Aber wenn ihr es installieren müsst, tut dies, folgt den Anweisungen auf eurem Bildschirm und wenn ihr euch danach angemeldet habt mit eurem Twitch- oder Curse-Konto, sieht es so aus wie bei mir. Dann, wenn ihr Minecraft bereits installiert habt, geht ihr hier links auf Minecraft und könnt hier ein benutzerdefiniertes Profil erstellen. Da klickt ihr drauf, gebt den Namen ein, wählt die Version 1.10.2 aus. Nun wird alles installiert, was benötigt wird. Klickt dann auf den Namen des Spiels drauf und könnt hier Mods hinzufügen. Die Mods, die benötigt werden, sind Storage Drawer, Refined Storage, Weiler, Mechanism, und zwar auch die Addons von Mechanism. Wie ihr gesehen habt, als ich eins der Addons ausgewählt habe, wurde automatisch die Standardversion von Mechanism mit installiert. Dann noch die Xyros Minimap. Dann dürften wir alles haben. Ihr könnt hier oben auf Zurückklicken und habt hier eine Übersicht der Mods, die installiert sind. Die Mods befinden sich auch nochmal in der Videobeschreibung. Da könnt ihr die Namen der Mods raussuchen, die ihr installieren müsst. Und ja. Wie ihr dies nun getan habt, geht ihr einfach auf Zurück und könnt hier auf Spielen klicken. Nun öffnet sich der Minecraft Launcher und ihr könnt hier unten auf Spielen klicken und automatisch wurde eure Forge-Version mit dem Modpack-Namen ausgewählt. Ihr klickt einfach auf Spielen. Es wird alles Benötigte vorbereitet. Und Minecraft wird nun starten und laden. Nun seht ihr den Ladebildschirm, der etwas anders aussieht als bei dem normalen Minecraft, da erst die Mods alle geladen werden müssen, was in verschiedenen Phasen passiert. Aber ihr könnt den Fortschrittsbalken natürlich beobachten. Dies dauert natürlich auch einen kleinen Moment. Es kann auch passieren, dass sich Minecraft einige Male dabei aufhängt. Einfach warten, nach ein paar Minuten wird es dann auch geladen habt und dann könnt ihr spielen. Wenn Minecraft nun geladen hat, seht ihr hier unten, wie viele Mods geladen wurden und wie viele davon aktiviert sind. Ihr könnt nun eine Singleplayer-Welt erstellen und dann euer oder mein Modpack spielen. Nun hat Minecraft geladen und ihr könnt, wenn auch die Chunks geladen sind, spielen, spielen, spielen.
Falls ihr noch Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lässt. Und wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss.